So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Ich habe die Aufgabe schon angefangen. Eliminiere Gegner in Risszonen. Dürfte eigentlich jedem klar sein, aber ich zeige es trotzdem nochmal. Dazu gehe ich jetzt einfach in Solo rein. Nur um euch das ganz schnell zu zeigen. Ich denke mal, da dürft ihr auch schnell mit der Aufgabe fertig sein. Euch empfehle ich in Gruppenkeile reinzugehen, weil es da logischerweise am einfachsten ist, wenn die Zone, irgendeine Zone ist, immer an einem Riss dran. Und zurzeit fliegen eh alle direkt dahin, machen ihre 7 Kills und dann weiter geht's. So, dann wollte ich mich natürlich bedanken für die 154 Abonnenten. Ihr seht, unten ist schon die zweite Zahl da. Die dritte Zahl gibt es dann bei 160 Abonnenten. Und nochmal Glückwunsch an Jan, der den alten Code geknackt hat. Falls du komplett neu auf dem Kanal bist, guck einfach in der Videobeschreibung nach. Da stelle ich mich einmal vor mit dem Video und auch, da erkläre ich auch, wie ihr den Code knacken könnt. So, das war das. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist und ich aber schon mehrmals helfen konnte, dann lass doch gerne mal ein Abo da. Ist doch nichts dabei. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Ich denke mal, ich fliege direkt zu Tilted. Ich zeige euch nur gerade auf der Map alle Zonen. Das ist ja eigentlich ziemlich simpel alles. Weil die Risszonen sind ja jetzt quasi wie so Eventzonen, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir einmal Crazy Crew. Da könnt ihr, ist eine Risszone. Dann Tilted, klar. Loot Lake. Mosty Palms ist eine. Hier unten, wo Pandora ist, eine. Retail Row ist eine. Das müssen sie eigentlich jetzt erstmal alle gewesen sein. So, ihr seht hier immer da, wo eine Koppel drüber ist. Da ist halt eine Risszone. So, wir machen das jetzt mal hier ganz schnell. Ich hoffe halt einfach, dass ich die zwei Kills jetzt direkt hinkrieg. Ich sage, fliegt einfach ein paar Mal nach Tilted, wenn ihr keinen Bock habt auf Gruppenkeile. Dann dürft ihr das eigentlich auch simpel hinkriegen. Ich habe es halt eben gemacht in Gruppenkeile, wo ich schon die andere Aufgabe gemacht habe für euch. Da war es halt dann Loot Lake. Also Gruppenkeile, denke ich mal, ist es in einer Runde safe machbar. So. Jetzt hier einfach easy zwei Kills machen und ich bin der glücklichste Spieler der Welt. Das schon mal mit im Gebäude. Links ein Kill noch gemacht, aber der andere kam dann doch mit dazu. Aber ihr habt ja gesehen, so habt ihr schon mal einen Kill. Ich fliege jetzt gerade noch mal direkt dahin. Ich denke mal, dass wir dann die Runde hier safe sicher haben. Ihr habt ja gesehen, Risszone, 7 Kills machen, dann ist der Drops auch da gelutscht. Ja, dieser Bildschirm, also der Ladebildschirm gefällt mir echt mal. Auch wenn mir die Skins an sich nicht so gefallen, aber. Ich habe gesagt, ich mag die Skins nicht so, wo du einen Kopf da drin hast. War das jetzt das 1-0? Weil ich bin noch nebenbei ein bisschen Fußball am gucken. Ne, es war Abseits, oder? Ja, doch, das Tor, das war das, was gezählt hat. Zurzeit führt Dortmund nämlich 1-0, was mir überhaupt nicht gefällt. So ein Unentschieden wäre mir am liebsten zwischen den beiden. Mal gucken, wie nachher Bayern spielt gegen Leipzig. So, da hoffe ich jetzt mal, dass ich den nächsten Kill auch direkt mache. Und dann habe ich die Aufgabe fertig und dann können wir direkt zum nächsten überspringen. Aber hat man eigentlich irgendwo das Event irgendwo angekündigt? Weil irgendwie auf einmal war es da. Ich war nämlich im Livestream drin und dann ist, was sind das denn für Aufgaben? Ich meine, tägliche Aufgabe, dass die kam, war mir klar. Aber die waren irgendwie in meinen Augen, glaube ich, gar nicht angekündigt. Ich glaube, jetzt fliege ich einfach mal zu Retail. So.
Ich denke zwar, da werden viele hingehen, aber das ist ja auch eigentlich Sinn der Aufgabe. Und ihr seht ja, hier ist eine Koppel, da hinten ist eine Koppel, da ist eine Koppel, da, da. Also sonst haben wir hier keine mehr, ne? Ne. Ihr müsst halt in der Koppel drin sein und von da aus den Kill machen. Also es zählt auch, wenn ihr in der Koppel drin steht und tötet einen, der außerhalb ist. Das hatte ich nämlich im Gruppenkeil gemerkt. Oh Gott, wie hoch bin ich denn hier? So. Ja, Gegner ist safe da. Ich merke es daran, dass es wieder leckt wie Sau. Dreimal dieselbe Waffe ist natürlich auch genial. Boah, ist hier eben keine Pump noch? Das ist der siebte Kill. So, jetzt machen wir langsam hier weg. Ich habe fast kein Leben mehr ab. Ja, hab ich mal probiert, ein bisschen zu pushen, aber leider verloren. Aber egal, zwei Kills gemacht. Aufgabe geschafft, 7 Gegner in Risszonen töten. Also in dem Sinne, gucken wir mal gerade, was es hier noch für eine Belohnung gibt. Ja, EP kriege ich langsam auch schon immer mehr. Aber ich glaube, hier waren die jeweils immer nur 1000 EP. Ich gucke noch mal gerade, aber der Skin, der ist natürlich, also der Skin gefällt mir, den es da gibt. Wieder schön dunkel, ich mag hier diese dunklen Skins. Von daher passt das eigentlich wunderbar. So. Ja, es gab 10 Dingssterne. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Support ist kein Mord, ihr wisst es ja. Ansonsten halt gerne ein Like dalassen. Schreibt was unten in die Kommentare. In dem Sinne, haut rein.